So, Freunde, ihr habt's mitbekommen, wir wurden einfach mal hart unterbrochen im letzten Part. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt wieder dahin zurückgelaufen. Ich habe die roten Dinger schnell gekauft. Also den, vor allem wichtig ist ja der goldene. Hier, wo ist er denn? Hallo? Hier, er hier, der war mir wichtig. Haben wir schnell gekauft. Ansonsten geht's jetzt ganz normal weiter. Mit dem nächsten Outdoor-Bereich, bevor wir dann Richtung Quidditch schon laufen. Aber hier blinkt auch nichts, also scheint es hier ja wirklich gar nichts mehr zu geben. Wir haben Rot, Gold und Charakter. Das sind die drei Sachen, die wir brauchen. Und wenn nichts blinkt, dann gibt es auch nichts. Da blinkt zum Beispiel schon was, wie ihr sehen könnt. Aber das ist nach der Brücke erst. Jetzt gibt es nochmal ein bisschen was zu sammeln, genau. Dieser Bereich hier ist nämlich relativ groß. Und ich muss das schnell füllen, damit ich dann auch den Vielsafttrank nutzen kann. Und so weiter und so fort. Da unten war die Wasserprüfung, da gehen wir dann auch nochmal hin. Weiß jetzt nicht, ob ich da noch was kriege, aber das finden wir ja anhand unserer Extras mittlerweile ganz einfach raus. So. Wir brauchen, da liegt schon mal was, das ist gut. Alles kaputt machen, das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie immer dann bessere Übersicht auch. Wenn mich einfach nichts nervt. Und die Karotten gehen mit diesem Kürbisding. Ah, da geht's in Hagrids Garten auch noch, gell? Eieiei, da müssen wir auch noch rein. So viel zu tun. So wenig Zeit. Bei dir so. Okay, ich mach einfach mal weiter. Weiß ich jetzt nicht, ob das was gebracht hat, aber okay. Warum sind hier mehrere so rote? Vermutlich wegen dem, oder? So, irgendwas sollen die machen. Genau, ich hebe den an. Aber was? Ah, okay, das war ja einfach. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Bitteschön, Euli. Hallo? Und? Schnell graben. Ja, hilfreich. Aber nicht wichtig. So, das war's mit Rot hier ja anscheinend schon. Das andere Rote scheint es hier gar nicht zu geben. Okay, das hat mich jetzt verwirrt. Dann sehe ich jetzt noch zwei Charakter aufblitzen. So, wo kriege ich den Haarschopf her? Wo kriege ich den Haarschopf her? Okay. Das kenne ich. Das ist, soll Rauch sein, glaube ich. Da oben ist ein Charakter. Habe ihn gesehen. Aber vermutlich muss ich da fliegen. Aha. Kommt denn das her? Das war doch gerade eben noch nicht da. Biaum. Seltsam. Wo
Wo kriege ich denn den Haarschopf jetzt für diesen scheiß Zaubertrank her? Und woher kommen die Pflanzen auf einmal alle? Das habe ich schon mal geputzt, gell? Da sind sogar zwei Charaktere zum Rumfliegen. Nein, du sollst es reiten, du Spast. So. Ah, der kann nach oben fliegen, ich verstehe. So kriege ich auch die Charaktere. Genie. Und Cedric in der Aufgabe im See. Sehr gut. Eins blinkt noch. Soll wohl hier auftauchen. Aber ich habe keinen bösen Zauberer, verstehst du? Da ich nicht weiß, wo ich diesen Haarschopf herbekomme. Ach, da liegt er ja. Meine Güte. So einfach kann die Welt sein. So, Rondo, unnützes Viech. Wir brauchen Lucianos. Lucianos Malphorus. So, bitteschön. Was soll das sein? Tornado oder was? Nein. Ah, doch. Passt. Alles klar. Wo ist mein... Hier ist was? Der Ton geht mir gehörig auf den Sack. Um ehrlich zu sein. Viktor Krumm. So, jetzt gehen wir erstmal noch schnell runter zum Wasser und schauen, was es da noch gibt, weil hier blinkt nichts mehr, also werde ich hier auch nichts mehr brauchen, da brauche ich mich auch gar nicht weiter umschauen. Ich weiß, dass der goldene Stein, der hier war, den habe ich schon eingesammelt. Ah, seht ihr, da blinkt nämlich was. Und das heißt, da gibt es einen Charakter. Hä, hallo? Okay, den darf ich nicht aktivieren anscheinend. Spring! Da unten irgendwo. Okay. Hier. Maulwurf. Ah! Verstehe, das war Bassist. Jetzt haben wir wirklich gleich die ganze Band zusammen. Das war ja einfach. Es blinkt nichts mehr, also können wir jetzt wieder gehen. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Für die Helden der Stunde. Lucius. Dass du auch mal was Sinnvolles tust in deinem Leben, außer hässlich zu sein. Yeah, arroganter Schnösel. Gut. Wieder ein Abschnitt erledigt. Jetzt haben wir dann Hogwarts echt abgeklappert, glaube ich. Ich werde dann natürlich offline noch einmal durchlaufen, ob wir was vergessen haben. Jetzt müssen wir noch mal in Hagrid's Garten. Gehört auch dazu. Oh, hier passiert ja was. Schluck Schnecken. Okay, das ist ja mal richtig interessant. Ich sehe ein goldenes Blinken, zwei Charakter blinken. Damit ist ja klar, dass wir hier auf jeden Fall
agieren müssen. Eins von drei. Maulwurf, geh weg. Ich glaube, 999 und noch 6 mal die 9 ist das Limit an Stats, die man haben kann. Und es fehlt uns ja noch der mal 8 Multiplikator, also darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja eigentlich immer noch nicht fertig. Okay, das platzt. Das auch. Hier ist noch was zum Zerstören. 3 von 3. Und was kriege ich jetzt dafür? Ah! Ron! Braune Jacke! Yay! Hashtag cool! Hä, hallo? Hallo! So. Jetzt habe ich hier einmal sowas und sowas und alles hier so drumherum. Oh, das ist ridiculous. Haha. Charakter. Amos Diggory. So, einmal buddeln. Schnellgraben haben wir ja noch nicht, aber ist ja auch egal. Mhm. War wohl sinnlos. Hier ist wohl ein Zeit. Rückspulteil. Das sind irgendwie unsichtbare Steine. Keine Ahnung. Alles klar. Lass die Katze in Ruhe fangen. Wie ist der eklig. Ron, du bist so widerlich. So. Das ist der Zeitumdreher. Oder? Ja. Der wird natürlich erst benutzt, wenn es soweit ist. Vorher müssen wir Ron helfen. So, warum bist du da? Das weiß jetzt gerade keiner. Aha. Warum bist du jetzt da? Gießen, okay. Irgendwas sollen wir hier wohl... Aha. Ein Helikopter ist geboren. Sowas wächst da bei Hagrid aus dem Garten. Was ein komischer Typ. So, was ist hier los? Ein Picknick. Und was bist du noch? Alles klar. Da ist noch was zum Buddeln, sehe ich gerade. Machen wir natürlich vorher. Ist ja klar, nicht wahr? Halt. Ne, muss ich machen, okay. Was soll das sein? Und du oben drauf, oder was? Und jetzt? Voilà. Ah, da ist noch einer drin. Ich nicht verstehen, was los ist, aber okay. Irgendjemand wird's wissen auf der Welt. Tschüss. Yay. Seltsam. Aber okay. Hier geht also nichts mehr, sehe ich da. Okay. Kochendes Wasser. Soll das wohl werden am Ende?
Zutaten rein. Aha. Ah ja, okay. Git. Hey, hallo, was soll das? Hä? Wie ist mich hier hin tele... Was soll das? Da war doch noch was zu tun. Ah, jetzt darf ich da nochmal hinlatschen. Und ich habe natürlich wieder... drei unwichtige, aber ich brauche einen mit böser Magie. Das ist fast immer Pflicht. So, weil nämlich das oft passiert, dass da was Böses ist. Jetzt machen wir nochmal da rein, denn da war doch noch der Zeitumkehrer. Und den würde ich auch nochmal gerne nutzen. Was ist denn hier eigentlich los? Alles nur zum Hof liegen, alles klar. Hermine und... ah... es gibt hier also kein Bösewicht. Boah! Brumm. So, bin gespannt. Oh, hi. Sein Ei. Ei plus Feuer ist Drache. Tja, wenn sie das in Game of Thrones gewusst hätten, gell? Alles kaputt machen. Hört einfach dazu. Yay! Wieder ein Schüler gerettet aus seiner misslichen Lage. Hogwarts wäre längst ausgestorben, wenn ich den Schülern nicht dauernd helfen würde. Dann gäbe es nämlich keine mehr. Wobei, manche sind auch durch mich schon draufgegangen, gell? Die wurden von Holzkisten gefressen. Von anderen Dingen. Eine Bank wurde auch schon mal hier übergreiflich... einem Schüler gegenüber. So, jetzt ist hier gleich ein bisschen aufgeräumter. Das gefällt mir dann auch schon umso besser. Na also, so ist doch schön. Ein Garten ohne irgendwas drin. Da gefällt mir das. Schön weitermachen, Harry. Hagrid wollte das, so hat er gesagt. Das kann ich wohl nicht kaputt machen, okay. So, was ist hier so los eigentlich? Gar nichts momentan. Der Maulwurf kommt weg. So. Bam. Jawohl. Gilderoy Lockhart, grüne Jacke. Das ist der Assel, den mag ich nicht. Der Wagen bewegt sich nicht. Ah, doch, doch. Hund. Okay, was ist das für eine Fratze? Und Charakter, Petunia Dursley. Jetzt haben wir ja die ganze hässliche Fettsackfamilie beisammen. Aha. Okay. Buddeln! Aha. Hat das einen Sinn oder ist das jetzt nur zum Kaputtmachen da? Hat einen Sinn, okay. Ah, da brauchen wir die Hagrine. Das geht, doch, das geht. Aha. Faszinierend, unsinnig überflüssiger Käse. Aber gemacht ist gemacht.
Hagrid, lass deine Muskeln spielen. Was ist das für eine Vogelscheuche? Die eskaliert halt Vollgas. So, goldener Stein. Wir kommen. Bitteschön. Einmal gebratenes Ei. Boah. Lass mich rumlaufen, los. Schaut euch das an, Leute. 114 Millionen. Erledigt. Dann sind es jetzt nur noch 61 Steine und noch einige Level, die wir zu spielen haben. Das heißt, wir haben Hogwarts nahezu... Obala. Oh, mein Stuhl knarzt immer so. Nahezu geplündert, hätte ich jetzt fast schon gesagt. So, als erstes würde ich gerne den Ron nochmal loswerden. Für einen böse Magiezauberer. Und Martin, der Geist hat ja gerade seine Cojones begutachtet. So. Den Raum da unten, den machen wir noch. Sollte da überhaupt noch was sein? Ich weiß es ja nicht. Wir werden es rausfinden. Und dann ist schon wieder... Ich glaube, dann haben wir Hogwarts wirklich durch. Wirklich? Da blinkt nicht mal was. Oh, das verwundert mich aber ein bisschen, ehrlich gesagt. Weil das heißt ja im Klartext, hier gibt's nichts. Oder? Viel Safttrank ist da. Seltsam. Ich buddel das mal aus. Vielleicht passiert ja doch noch irgendwas Interessantes. Nein, das ist nicht zum Buddeln. Hau ab. Okay, das erklärt's. Da gibt's dann doch noch was. Na, du bist... Also wirklich, manchmal, Hermine, du bist eigentlich so schlau und dann doch so dumm. Jetzt hat, komm. Da gibt's dann wiederum was zum Sammeln. Mhm, genau, da macht's Blinky Blanky. Mit viel Safttrank, das heißt, hier gibt's ein bisschen was zum Tun. Auch Harry, weil der kann Expecto Patronum! Ich weiß, das bringt wahrscheinlich nichts, aber ich mach's jetzt mal. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Eule. Eule heißt, da gibt's was. Gold blinkt auch. Ist doch gut. Ich freue mich. Doch noch was entdeckt. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass es hier doch noch so viel zu sammeln gibt anscheinend. Okay, Schüler auch noch gerettet. Sehr gut. Aha. Die sind irgendwie gefroren anscheinend. Da ist irgendwo die Alraune, gell? Um die kümmere ich mich separat, weil ich habe die Vermutung, dass ich mit der eventuell... Was ist hier so los? Okay. Oder ich... Naja, ich mache erstmal das. Erst buddeln. Hallo?
Gibt's da drin nicht eine Band spielen? Da ist er, unser goldener Stein. Na also. So, die Alraune noch weg. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die nicht für irgendwas brauche. Sieht nämlich ehrlich gesagt so aus, als würde ich sie für irgendwas brauchen, ha? Um das Eis da wegzumachen vielleicht. Maybe. Wo ist sie denn? Komm mal mit. Schauen wir mal, was du mir so einbringst an Erfolgen. Einpflanzen, aber das wollen wir ja noch nicht. Oder brauche ich da dieses Regending? Kann natürlich auch sein. Alles klar, du bringst hier absolut null. Und ich teste nur mal. Aber vermutlich... Alles klar, also dann pflanze ich sie jetzt einfach ein. Dann buddeln wir das aus. Da ist eine Sonne dabei, das heißt, da schmilzt wahrscheinlich alles. Nein, nein. Nehmen und einpflanzen. So. Schauen wir mal. Denn der Harry Potter kann ja Wetter zaubern. Haha. Alles taut. Ah, okay. Ui, rein da. George aus Quidditch. So, da ist auf jeden Fall was drin, was ich haben will. Doch, mach mal weiter hier, komm. Sei mal nicht so... Hallo. Na also, geht doch. Nein, nehmen sollst du das. Brauche ich dann da überhaupt was? Da oben kann man anscheinend noch hochfliegen. Ich weiß nicht, was diese zwei Kanonen da sein sollen. Ich sehe aber auf jeden Fall nichts mehr blinken. Stuttmagnet, praktisch. Da fliegen die Stutz zu mir. Okay. Alles klar. Also kein Besenflug, wie ich zuerst dachte. Schön. Dann haben wir ja hier auch schon wieder alles. Krass. Kann das denn dann sein, dass wir Hogwarts-mäßig jetzt wirklich alles haben? Gibt's das denn? Jetzt sind wir wieder hier. Ich möchte nur kurz in die Säle laufen, um zu testen, ob da nicht irgendwo nochmal mein Stat-Sensor auf sich aufmerksam macht, nicht wahr? Sieht aber wirklich nicht so aus. Also es scheint hier nichts mehr zu geben. Auch hier nicht. Da war noch ein goldener, habe ich gesehen. Das war oben an dem Bild. Das hat man noch kaputt machen müssen. Aber sonst ist der Sensor stillgelegt. Das bedeutet... Hogwarts sind wir durch. Erstmal. Mal schauen, wie viel da noch übrig bleibt. Uns fehlen noch... Zwei rote fehlen uns noch. Keine Ahnung, wo es die geben könnte dann. Wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Das finden wir raus. Geh jetzt mal zum tropfenden Kessel. Das schaue ich mal nach, welche uns da fehlen und dann suchen wir die explizit. Hätte ich jetzt behauptet. Und dann sehen wir es ja, was da, wo das sein soll. Da ist dann bestimmt da noch ein, zwei goldene. Aber erst einmal
Wieder was geschafft, nicht wahr? Oder heißt es, ich muss die kaufen? Ich weiß es jetzt nicht genau. Gehen wir einfach mal rein. So, die habe ich auch schon gekauft. Die goldenen. Hier muss man den Boden wischen, um noch einen goldenen Stein zu kriegen. Damit ich nicht vergesse, das zu erwähnen. Ja, nein, es fehlen tatsächlich noch zwei. Schnell graben. Tatsache, ein Multiplikator fehlt noch. Und noch irgendwas. Okay. Schaue ich mir gleich an. Erstmal noch schnell die ganzen Charakter kaufen da. Ich meine, bei 125 Millionen muss ich mir ja wahrscheinlich wegen Geld keine Sorgen machen. Das gibt auch ein paar Prozente. Dann sind wir da auch wieder up to date. Denn momentan sind wir nur bei knapp über 60 gewesen. Das ändert sich ja jetzt. Vielleicht kriegen wir jetzt dann auch schon einen Erfolg, wenn wir die ganze Weasley-Familie haben. Könnte auch sein, aber ich weiß es nicht genau. Ob da jetzt wirklich schon alle dabei sind. Ich glaube, die Frau Weasley fehlt uns noch. Eieiei, so viele Charakter. Professor Quirrell als Voldemort. Fleur de Lacke. Zauberer in Rot, das ist hier so komisch. Petunia Dursley, Milchmann, der fette Mönch, kopflose Nick, fertig. Ich sehe, da seht ihr, dass da leuchtet auch schon wieder ein Charakter. Da drin, oder? Ah. Harry im Smoking, alles klar. Unerwartet, aber haben es haben, nicht wahr? Schauen wir mal, den müssen wir kaufen jetzt noch schnell und dann ist dieser Part auch erstmal wieder durch. Ja, der wird irgendwo ganz am Anfang sein, gell? Da, wo die ganzen Harrys sich verstecken. Wow, wie viele einfach. 65, glaube ich, oder? Waren's? Weiß gar nicht mehr genau, aber es sind wahrscheinlich, ich glaube, es sind 65 Charaktere insgesamt, die es gibt. Da kommt was zusammen. Harry im Smoking, jawohl. So, dann bis gleich.